Park. Auf nach oben. Dort wird man uns loben. Und allzu groß scheint das Gebiet der Roten auch nicht zu sein. Während wir fast den ganzen Kontinent belagern, machen die anderen gar nichts. Oh. Wo haben die sich denn hergestohlen? Das klingt jetzt aber nicht so witzig. Zwei Leute sind noch übrig. Die werden jetzt noch versuchen, alles andere kaputt zu machen. Elite-Jaguar-Krieger müssen her. Oh, 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 oh. Das finde ich jetzt aber nicht so witzig, Leute. Ihr passt bitte hier oben auf. Es geht ganz schnell in die Hose, wenn wir nicht aufpassen. Sehr schön. Wir können bis zu 130 Leute aktuell haben, also ist alles gut. Unsere Dorfbewohner, die schon mal hier sind, dürfen jetzt alle... Na, Dorfbewohner. Dürfen jetzt alle... Wir haben eine Belagerungskanone gebaut. Schön. Steine abbauen. Ich habe irgendwie nur eine Belagerungskanone, kann das sein? So ein Mist. Was ist da mit den anderen los? Darf ich nur drei haben? So, wir gehen schon mal weiter. Einer kann auch mitkommen. Bisher ist noch alles ruhig. Nichts passiert. Wir werden gelegentlich mal angegriffen. Ich habe mich schon gewundert, dass das da unten alles rot war. Aber dann weiß ich wenigstens warum. So, dann machen wir erstmal die Tlaxcalteken weg. Bevor wir uns um andere Dinge kümmern. Sehr schön. Tötet die Leute. Da kommen die Petardiere, wo auch immer die hinwollen. So ist gut. Du baust hier nichts. Oh, da ist eine Festung. Wir könnten eine Festung bauen, aber ich glaube, Türme reichen erstmal, um die Leute hier zu stressen. Na, 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 da habt ihr nicht hinzulaufen. Das gehört allein in Rammen. Bitte alle wieder zurück, die Priester bitte voran. Ihr müsst die Leute heilen. Priester fangen an zu heilen, Gott sei Dank. Gleich ist eine der Rammen down. Das kann ich leider nicht verhindern, das wird dazu führen. So ist gut, alles töten. Bleib bitte hier. Gehst auch nach oben, du musst erstmal repariert werden. Okay, die Ramme wird repariert. Dann gehst du da drauf. Und du auch. So schön. Ihr geht hier hin. Du machst den Turm dort oben down. Du bist auch auf dem Turm. Okay, von überall kommen die Bösewichte. Aber das war mir durchaus bewusst, dass das passieren wird.
So, du baust mir bitte hier eine neue Burg. Dass wir neue Jaguar-Krieger bekommen. Ihr bleibt bitte alle hier. Du machst den Turm down. Du hast noch genug Kraft, um den Turm down zu machen. Wir werden sonst nirgendwo angegriffen, oder? Nee, ist alles gut. Oh, lass den Turm in Ruhe. So, alle anderen mal bitte versammeln. Ihr müsst euch bitte mal heilen. Irgendwo wurde irgendeiner von uns doch tatsächlich bekehrt. Aber ich sehe gar keinen Priester. Und auch keinen Tempel. So, die Festung steht gleich, dann haben wir wenigstens das ganze Gebiet im Blick. Der Rest ist mir egal. Und dann baue ich hier alles drumherum. Und dann müssen unsere Leute auch nicht mehr weit laufen. Was ist hier unten los? Könnt ihr mal bitte wieder hochkommen? Wundern mich die ganzen grünen Punkte, die da hin und her switchen. Danke. Danke, dass du das fertig gebaut hast. Das Teil brauche ich aktuell nicht. Wichtiger ist auf jeden Fall eine Kaserne. Oder eine Bogenschießanlage. Die macht sich auch ganz gut. So, und die Rammen, die wir hier drüben gebaut haben, die kommen jetzt erstmal mit hoch. Wir haben ja jetzt alles soweit freigeräumt, kann also nichts zwischendurch passieren. Sehr gut. Wo sind meine Leute denn schon wieder? Macht ruhig da oben alles kaputt, das ist mir egal. Du hast den Hafen noch zerstört, sehr schön. Dann repariere erstmal die Ramme. Was ist das? Missionar. Ach, du bist der Priester, der den bekehrt hat. So ein Dreck. Wir kriegen das hin. Die machen wir auch noch alle. Dafür sind wir einfach zu gut. Na, endlich haben sie es geschafft. Nein, 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 nein. Jetzt bleibst du bitte hier. Da oben kämpfen auch noch welche. Aber das wird auch nicht mehr in euer Blickfeld gelangen. Es ist alles gut. Ihr müsst nichts mehr zerstören. Und wir haben den ganzen Weg hier im Blick. Sowohl mit dem Turm als auch mit der Festung. Alles ist gut. Du reparierst noch die andere Ramme. Dann holen wir uns noch ein paar Arbalestenschützen dazu. Ein paar Leute haben wir verloren, wenn auch nicht viele. Irgendwo knallt das hier noch. Hier unten ist noch alles gut, ja? Ach, die Tarkan. Warte mal, sind das auch meine Schiffe? Ja, tatsächlich. Wo werde ich angegriffen? Nach hier unten. Ah, das ist mir egal. Oh nee, das ist mir nicht egal. Die habe ich gerade erst erschaffen. Bitte hier mit hinstellen. Danke. So, und die Tarkan bitte alle mal versammeln. Hier kommt wieder mit runter. Ihr habt hier nichts zu suchen. Und ihr kommt jetzt bitte hier hoch.
Denn da habt ihr was zu suchen. Und zwar jede Menge. Obwohl, stellt euch mal bitte erst dahin. Jetzt stehen hier immer noch Leute rum. Also wir sind gar nicht weniger geworden. Die haben sie alle bloß versprengt. Das ist das Problem. So, ihr versammelt euch auch hier. Gut, die Rammen sind alle wieder fit. Dann zerstört mal bitte die Häfen. Damit hier auch Ruhe einkehrt. So schön. Also, geht doch. Weg hier. Ach Gott, nee. Es hat gedauert, aber wir haben es hinbekommen. So, jetzt kannst du in Ruhe noch das Teil hier bauen. Das ist auch weg. Sehr schön. Der lässt sich das hier nicht gefallen. Soll ich dir mal was sagen? Das ist mir egal. So, du kommst jetzt hier hoch. Und alles ist gut. Rot dürfte nicht mehr allzu viele Leute haben. Wir haben hier einen ziemlichen Batzen ausgelöscht und das ist gut so. Wir haben jetzt weitere Jaguar-Krieger, weitere Rammen, die für uns arbeiten. Insgesamt 5 Stück, das müsste für eine Weile reichen. Du gehst jetzt bitte auf... Das noch nicht. Na doch. Du gehst voran. Ihr seid sozusagen unsere Schutzschilde. Der hat schon mal niemanden bekehrt. Ruhe hier. Und dann rein ins Gefecht. Tarkan sind da. Alle Mann ab nach oben. Schön. Jetzt kommen wir auch so langsam rein ins Gebiet. Okay, die Petardiere gehen auf meine Rammen los. Aber die Rammen, denen macht das nichts aus. Der Wagen kann ruhig sterben, das ist okay. Gut, eine Ramme ist hin, nicht schlimm. Hauptsache, wir kommen hier endlich rein. Der nächste Turm muss weg. Hier geht weiter rein. Mein Mitarbeiter. Der kommt auch. Auf das Dorfzentrum bitte. Das ist eine feindliche Ramme, jetzt nicht mehr. Ich baue schon mal neue Jaguar-Krieger. Alle schon mal hier vorne mit hin. So ist gut. Und da sind noch 2 weitere Festungen, die wir aber wunderbar kaputt machen können.
Rot hat nichts zu bieten. Das müsste eigentlich funktionieren. Töte die Leute, der Rest ist mir egal. Du gehst auf die obere Festung. Waren hier nicht eben noch zwei? Oh, warte. Wir haben sie zerstört. Wir haben Blau schon mal vernichtet. Die haben aufgegeben. Ach, und damit haben wir gewonnen. Sehr nice. Zeig mal. Tatsächlich. Warum auch immer. Aber Rot hatte doch noch gar nicht aufgegeben. Die haben noch so viele Gebäude. Na, ist egal. Wir haben sie vertrieben und darauf kommt's an. Und hier drüben wären auch noch weitere Pferde gewesen. Da waren noch weitere Pferde. Eigentlich hätten wir noch ganz viele Reiter fertig machen können. Aber das ist egal. Wir haben gewonnen. Darauf kommt's an. Ich hoffte, dass die überlebenden Spanier vom Ufer aus sahen, wie ihre gefangenen Kameraden die Stufen der großen Pyramide hinaufgezerrt wurden. Vielleicht würden sie nun verstehen, warum wir den Zorn der gefiederten Schlange Quetzalcoatl fürchteten. Vielleicht fürchteten sie sich nun auch. Nachdem die Kämpfe beendet waren, gab es viel zu tun. Unsere Stadt hatte durch die spanische Besetzung und die Kämpfe stark gelitten. Die Priester machten sich daran, die Tempel instand zu setzen, denn die Spanier hatten unsere Götterbilder niedergerissen. Als die Festlichkeiten zu Ehren der Götter begannen, kam eine große Plage über Tenochtitlan. Viele unserer Leute wurden krank und kraftlos, viele andere starben. Wir wussten nicht, ob die Götter uns immer noch zürnten oder ob dies eine Waffe der Spanier war. Sollte Cortés zurückkehren, würde er in jedem Fall eine stark geschwächte Stadt vorfinden. Das konnte ich nicht zulassen. So spricht Cuauhtémoc, Herrscher von Tenochtitlan. Würde er zurückkommen? Ist ja nur die Frage, ob er es tut. Wir haben auf jeden Fall in allen Punkten außer bei der Technologie sehr, sehr viel erreicht und immer den ersten Platz gemacht. Und damit kommen wir zur sechsten und vielleicht sogar letzten Quest, Zerbrochene Speere, im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.